Einen wunderschönen guten Abend zu den Gameswelt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Freitag, der 17. Mai 2019. Und wir haben folgende Themen für euch. Und zwar ist Activision ohne Stand auf der E3 vertreten. Im Epic Game Store ist eine Rabattaktion gestartet. PS Plus Abonnenten dürfen sich über ein kleines Schmankerl für Apex Legends freuen. Und für den Sega Mega Drive Mini sind 10 weitere Spiele bekannt gegeben. PC-Spieler freuen sich ja immer, wenn es einen Special Super Sale bei Steam gibt. Und seit einiger Zeit gibt es ja auch Konkurrenz für Steam in Form des Epic Game Stores. Und da ist auch seit gestern eine Rabattaktion gestartet. Geht noch bis zum 13. Juni. Und da sind halt diverse Spiele deutlich reduziert. Und Epic Games legt sogar noch einen drauf. Und jedes Spiel, das teurer oder halt 14,99 € kostet oder halt teurer ist, da sagt Epic Games so, da nehmen wir nochmal 10 € von runter. Das gilt für das komplette Spieleportfolio im Epic Game Store. Von daher kann man ein wenig Geld sparen. Bald ist es schon wieder soweit. Am 11. Juni findet in Los Angeles die E3 Videospielmesse statt. Und wir von Gameswelt sind natürlich auch vor Ort und werden fleißig über diverse Spieleankündigungen, Präsentationen, Interviews berichten, was man halt so kennt. Aber Activision wird dieses Jahr nicht vor Ort sein, zumindest keinen Stand auf der E3 Videospielmesse haben. Und das ist jetzt herausgekommen, nachdem der offizielle Plan vom Showfloor veröffentlicht wurde. Aber natürlich wird Activision trotzdem in irgendeiner Form vor Ort sein, um halt mit Pressevertretern irgendwie zu kommunizieren und denen ein paar neue Videospiele zu zeigen. Hoffe ich zumindest, denn wir befinden uns aktuell noch in der E3-Planung, von daher habe ich auch keine Ahnung so richtig. Wie gesagt, die E3 findet statt vom 11. Juni bis zum 14. Juni. Da könnt ihr auch gameswelt.de checken und gameswelt.tv und natürlich auch den YouTube-Kanal für geilen heißen Scheiß aus LA. Aktuell ist es ja ein bisschen ruhiger um Apex Legends geworden. Das Spiel gibt es ja jetzt seit gefühlt ein paar Monaten. Updates kommen noch. Aber wie gesagt, der große Hype scheint ein wenig verflogen zu sein. Nichtsdestotrotz dürfen sich Abonnenten des PS Plus Dienstes sich über ein kleines Schmankerl freuen, und zwar über das sogenannte Playpack. Da gibt es 2 exklusive Charakter-Outfits für die Charaktere Mirage und Lifeline. Da gibt es auch noch 2 Waffenskins und 2 spezielle Banner für eben jene Legenden. Aber die E3 findet bald statt und auf der EA Play wird auch Apex Legends vor Ort sein und dann gibt es garantiert neue Infos zur zweiten Season. Am 19. September erscheint das Sega Mega Drive Mini, sozusagen die kleine Retro-Konsole, wie man es auch schon von Nintendo kennt. Ne? Mit dem NES Mini und dem SNES Mini zieht Sega dementsprechend nach. Ein paar Spiele sind schon bekannt gegeben worden, unter anderem Sonic the Hedgehog, Streets of Rage 2, Comic Zone oder Contra Hard Corps. Jetzt wurden 10 neue Titel bekannt gegeben, die ebenfalls auf der Retro-Konsole zu finden sein werden. Und da sind interessante Titel dabei, unter anderem, was mich persönlich freut, Sonic the Hedgehog, Spinball oder auch Ghouls and Goats. Die komplette Liste findet ihr natürlich auf gameswelt.de. Das war's mit den Gameswelt News für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.